Gibt es überhaupt eine Flexirente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich möchte zum 01.06.2022 meine Flexirente in Anspruch nehmen. Ich will dann mit 63 Jahren und Abschlag in Rente gehen und nebenher dazu verdienen. So oder so ähnlich erhalten wir oft Anfragen oder Beratungsbuchungen auf rentenbescheid24.de. Da stellt sich für mich immer die Frage, gibt es überhaupt eine Flexirente als gesetzliche Rentenart? Was meinen Sie? Also ich sage nein. Es gibt keine Flexirente als gesetzliche Rentenart. Die sogenannte Flexirente ist ein politisches Schlagwort, welches im Zusammenhang mit dem sogenannten Flexirentengesetz, welches zum Teil zum 1. Januar 2017 und dann zum größten Teil zum 1.7.2017 in Kraft getreten ist. Die Flexirente ist keine eigene Altersrentenart, sie ist keine Art einer gesetzlichen Rente. Sie steht nirgendwo im Gesetz. Ich spreche also vom Sozialgesetzbuch Nummer 6, gesetzliches Rentenrecht. Die Flexirente hat sich aber offensichtlich im Sprachgebrauch durchgesetzt. Sie umschreibt nichts anderes als den Wunsch des oder der Arbeitnehmerin, vorzeitig in Rente zu gehen und neben der Rente zu arbeiten. Dabei möglicherweise auch noch zu entscheiden, ob sie oder er die Altersrente als Voll- oder Teilrente in Anspruch nehmen möchte. Es gibt aber auch Versicherte, die verstehen unter dem Begriff Flexirente den Zustand, dass sie mit Abschlag vorzeitig in Rente gehen können oder wollen und diesen Abschlag aber durch besondere Beitragsleistungen in die Rentenkasse wieder ausgleichen wollen. Andere wiederum wollen ihren Beginn des Ruhestands flexibel gestalten und vereinbaren mit dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit § 41 SGB 6 befristete Arbeitsverhältnisse über die Regelaltersgrenze hinaus. Also Sie sehen, der Begriff Flexirente meint vieles, aber es gibt definitiv im Rechtssinne keine Flexirente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.